Hallo und willkommen zum Kapitel 9 der Vorlesung Verteilten Systeme. Im vorherigen Kapitel haben wir uns über PubSub und die Idee eines Loose Couplings unterhalten. Und dieses Loose Coupling klingt ja eigentlich verführerisch, nicht? Sie haben Komponenten, die jetzt noch Informationen in die Luft werfen können und ein darunterliegendes System, Kommunikationssystem wie ein PubSub-System sorgt dafür, dass diese Information, diese Nachricht, dieses Event bei dem richtigen Empfänger aufschlägt. Wenn Sie sich an die Diskussion zu Microservices erinnern, klingt es eigentlich, als wäre das genau das, was wir haben wollen, um einzelne Microservices aneinander zu koppeln. Ich muss mir keine Gedanken darum machen, wer der folgende Microservice ist, wo der ist, wie das zusammen transportiert wird. Ich interessiere mich als Microservice für bestimmte Nachrichten und ich produziere neue Nachrichten und wer immer die bekommen soll. Das stimmt, das ist fast die richtige Semantik. Aber erinnern Sie sich, dass bei PubSub die Regel war, alle Subskribenten bekommen eine Nachricht. Das ist vielleicht nicht das, was ich hier will. Zum Beispiel war ja bei TypeSafe, was wir ganz am Anfang, ziemlich am Anfang in einem früheren Kapitel diskutiert hatten, als wir über Webserver und ein Webservice-Modell gesprochen haben. Bei TypeSafe war auch die Vorstellung, dass eine Nachricht zu einem, genau einem Dienst zugestellt wird. Das war das Programmiermodell. Dafür haben wir aber noch keine unterliegende Struktur. Dieses Kapitel wird genau diese Struktur liefern, nämlich ein sogenanntes Message Queuing System. Message Queuing, Message Bus sind ähnliche Begriffe, aber das ist genau diese Struktur jetzt, die wir die Grundidee der PubSub-Systeme und ihres Loose Couplings etwas verändern und daraus Message Queues ableiten. Also, wir werden uns in diesem Kapitel eigentlich über drei größere Themenblöcke unterhalten. Der erste größere Themenblock ist die richtige Semantik und die Entwurfsüberlegungen, die Sie machen müssen im Kontext von Message Queuing Systemen. Dann schließen sich Fallstudien an in einem zweiten Teil, erstmal ein paar kleinere und danach schauen wir uns Kafka als einen populären Vertreter solcher Message Queuing Systeme etwas mehr im Detail an. Wir werden bei Kafka merken, dass wir eine Funktionalität recht wichtig brauchen, ein sogenanntes Leader Election. Das werden wir uns im dritten Teil genauer anschauen. Erschrecken Sie nicht über die große Anzahl von Folien, 138 Folien in diesem Kapitel. Das liegt zum großen Teil an relativ vielen Folien hier im Leader Election Kapitel, die eine Animation eines Ablaufs nachvollziehen. Also es ist gar nicht so ein großes Kapitel, wie es auf den ersten Blick wirkt. Sehr schön. In diesem Sinne lassen Sie uns loslegen und wir unterhalten uns erstmal über die Semantik, die wir eigentlich haben wollen. Die Idee ist, wie gesagt, wir gehen vom PubSub-Modell aus und Sie erinnern sich, eine der wesentlichen Eigenschaften dabei war zu sagen, dass eine Nachricht, ein Ereignis an alle Subskribenten mit passender, matchender Subskription laufen, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt, zum Publikationszeitpunkt subskribiert sind. Wenn ich zum Publikationszeitpunkt keinen passenden Subskribenten habe, dann sagt das PubSub-Modell, die Nachricht ist verloren. Und das ist beabsichtigt, das ist so gemeint, das ist kein Fehler und das ist auch kein Bug, das ist so gemeint, das ist die Semantik dieses Modells. Will ich das? Behauptung ist, Loose Coupling ist ganz nett, aber ich möchte trotzdem, dass eine Nachricht zu genau einem Subscriber zugestellt wird. Nicht zu allen, zu einem, aber auch zu genau einem. Das heißt insbesondere, wenn eine Nachricht, ein Event produziert wird und zu diesem Zeitpunkt kein Subscriber da ist, dann muss ich die Nachricht speichern. Ich erzeuge weiteren Zustand. Diesen Zustand muss ich verwalten, ich muss sicherstellen, dass ich ihn nicht verliere und so weiter. In diesem Sinne ist das Modell hier tatsächlich komplexer als das PubSub-Modell, weil es diese zusätzliche Forderung erhebt, genau einer, egal zu welchem Zeitpunkt. Okay? Das ist die zusätzliche Schwierigkeit und die Variation, die Änderung gegenüber dem vorherigen PubSub-Modell. Also, wir bauen ein Message Queuing System und zwar ein verteiltes Message Queuing System. Message Queuing ist ein Interaktionsparadigma, bei dem Sie sich vorstellen können, dass wir Nachrichten asynchron senden.
zu einem beliebigen Zeitpunkt produzieren, zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt konsumieren, ohne dass sie wie beim normalen Sendenempfang aneinander gekoppelt sind, diese beiden Zeitpunkte. Die Vorstellung ist hier, dass Sie Nachrichten an eine Queue anfügen, an eine Warteschlange anfügen können und aus dieser Warteschlange werden Nachrichten entnommen. Welche Nachricht jetzt in welcher Warteschlange landet, das ist analog zu dem PubSub-Topic-Modell. Hier gibt es viele Variationen dazu, aber denken Sie zunächst mal, eine Warteschlange entspricht einem Topic bei PubSub. So, diese Warteschlangen speichern nun unsere Nachrichten und sie haben genau diese Aufgabe, sicherzustellen, dass eine Nachricht nicht verloren geht und dass sie auch an genau einen Konsumenten dieser Nachricht ausgeliefert wird. Nicht an mehrere, nicht an null, nicht verlieren, an genau einen. Ein Konsument, bei PubSub hätte ich Subskribent gesagt, das ist hier vielleicht nicht die richtige Sprechweise, ein Konsument, ein Empfänger, kann spezifizieren und wird spezifizieren, aus welcher Warteschlange oder auch möglicherweise aus welchen Warteschlangen im Plural er Nachrichten entnehmen möchte und kann dabei, je nach System unterschiedlich ausgeprägt, zusätzliche Filter angeben, dass nur bestimmte Nachrichten, bestimmten Inhalte von bestimmten Sendern und so weiter zugestellt werden sollen. Das ist alles ganz gut machbar und gut nachvollziehbar, denke ich. Die wesentliche, entscheidende Garantie ist diese Vorstellung von Atomarität. Eine Nachricht, die Zustellung einer Nachricht ist ein atomares Ereignis, an genau einen übergeben. Es darf insbesondere nicht sein, dass die Warteschlange vielleicht denkt, das Übergeben an den Empfänger hat nicht geklappt, ich muss die Nachricht noch aufbewahren und sie an einen anderen Empfänger übergeben, während der Empfänger andererseits denkt, jawohl, ich habe diese Nachricht doch korrekt empfangen, ich darf sie verarbeiten. Es darf nicht sein, dass eine solche Nachricht sich dupliziert in irgendeiner Form. Also diese Atomaritätsgarantie, das ist der schwierige Entwurfspunkt, das sicherzustellen, sodass es an genau einen geht. Und Sie sehen schon, da ist wieder so ein hopefully in Klammern dahinter. Ich nehme es gleich vorweg, das wird nicht gehen, streng genommen, weil wir uns ja vorhin schon überlegt haben, dass wir nicht mal Nachrichtenaustausch zwischen benachbarten Geräten streng genommen verlässlich hinbekommen. Aber es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren, sodass man in Praxis davon ausgehen kann, dass es exactly one receiver mit erdrückend hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Aber garantieren kann man es nicht. Sehr schön. Was bedeutet das für Loose Coupling? Ich habe das Kapitel hier, Message Queuing, ja über den Bezug zu PubSub versucht zu motivieren. Und das Loose Coupling in Identity und das Loose Coupling in Space ist bei PubSub und Message Queuing genau das gleiche. Ist genau die gleiche Überlegung. Das Loose Coupling in Time ist hier bei Message Queuing sogar noch loser, noch lockerer als bei PubSub. All dieweil das Pendant zur Subskription, das ich entnehme aus einer Warteschlange, und zwar aus dieser, nicht aus jener Warteschlange, das ist ja das Akt der Subskription, das kann auch nach der Publikation der Nachricht passieren. Die Sprechweise unterscheidet sich jetzt hier auch etwas. Man redet jetzt hier nicht mehr so von Notification, es ist wieder eher ein Empfangen einer Nachricht, aber das ist wirklich nur Sprechweise, also das ist, hat keine tiefere Bedeutung an dieser Stelle. Okay. Wie ist das jetzt mit mehreren Teilnehmern, mit mehreren Empfängern aus einer Nachricht? Klar, kein Problem. Eine Nachricht ist in einer Warteschlange, viele Nachrichten sind in einer Warteschlange und aus dieser Warteschlange können mehrere Teilnehmer empfangen, aber ich habe die Garantie, Nachricht geht genau an einen. Wie jetzt die Warteschlange entscheidet, an welchen dieser mehreren Empfänger sie hier die Nachricht übergibt, das ist wieder sehr entwurfsspezifisch für das jeweilige System. Typischerweise wird man eine Art Load Balancing unterstellen. Typischerweise werden Sie sagen wollen, eine Round Robin, eine zufallsorientierte Semantik, keine Ahnung, aber die Last soll ungefähr gleich über diesen Empfängern verteilt sein, an die Sie Ihre Nachrichten weiterreichen. Anders formuliert, im langfristigen Mittel sollten alle Teilnehmer ungefähr gleich viele Nachrichten aus einer Warteschlange entnehmen können. Okay? Aber wie gesagt, hier muss man dann genau hingucken, da unterscheiden sich Message Queuing Systeme dann auch teilweise auch in beeinflussbarer Art und Weise. Ja, wozu ist das nützlich?
Ja, um komplexe Anwendungen aus einfacheren zusammenzubauen. Denken Sie an die TypeSafe-Diskussion, denken Sie an diese Diskussion zu Microservices. Das ist die Semantik. Das ist eigentlich das, was Sie wollen, um Microservices zusammenzubinden. Sie konsumieren das, was Sie wollen, haben Ihren Arbeitsauftrag, verarbeiten das, produzieren neue Ergebnisse, neue Messages, neue Nachrichten und werfen die in die entsprechenden Warteschlangen. Und Sie müssen sich überhaupt nicht darum kümmern, was die anderen Komponenten damit tun. Das können Sie auch mit ganzen Applikationen machen, mit so kleinen Microservices. Man redet dann gerne von Enterprise Integration. Sie haben schon große existierende komplexe Anwendungen, die Sie damit trotzdem noch elegant zusammenkoppeln können. Okay? Was müssen wir uns jetzt dazu alles überlegen? Wir müssen uns überlegen, bauen wir jetzt eine allgemeine Plattform? Können wir irgendetwas wenigstens standardisieren? Was standardisieren wir? Standardisieren wir Schnittstellen? Standardisieren wir Protokolle zwischen einzelnen Komponenten? Wie bekommen wir diese hohe Zuverlässigkeit hin? Ist das Hinzufügen von Komponenten, das Zufügen von Ressourcen, die sich um diese Warteschlangen kümmern, das wird jetzt wieder eine Komponente erfordern, eine Art Server in Anführungszeichen erfordern, die sich darum kümmern, diese Warteschlangen zu verwalten. Man spricht hier dann weniger von Servern, hier ist der Begriff des Brokers, des Message Brokers üblicher, eine Instanz, die eine Warteschlange betreut und dafür sorgt, dass eine solche Warteschlange keine Nachrichten verliert, den Speicherplatz zur Verfügung stellt und so weiter und so weiter. Muss ich mir hier Gedanken machen, dass ich eine Warteschlange vielleicht über mehrere dieser Broker verteile, zur Verlässlichkeit, zum Durchsatz steigern und so weiter? Wie mache ich das? Was mache ich in den Anwendungen, wenn ich viele Sender, viele Empfänger habe? Wie funktioniert die Lastverteilung? Was passiert, wenn meine Empfänger nicht mithalten können mit der Rate, mit der Sender Nachrichten in die Warteschlangen pumpen? Natürlich werden ihre Warteschlangen überlaufen, wenn sie mehr reinstecken, als sie rausnehmen können. Ist ja klar, was soll sonst passieren? Können Sie das als Indiz benutzen, um mehrere zusätzliche Instanzen Ihrer Empfänger zu erzeugen, sodass Sie mehr Leistungsfähigkeit auf der Empfängerseite haben? Und so weiter und so weiter. Was ist mit Reihenfolge? Naheliegenderweise würden Sie unterstellen, eine Warteschlange ist First Come, First Serve, First In, First Out. Das ist eine reihenfolgetreue Struktur. Ist das so? Muss das so sein? Haben wir hier Freiheitsgrade, etwas zu tun? All das sind Fragen, die wir im folgenden Abschnitt zu Entwurfsentscheidungen uns überlegen werden. Und wir schauen uns da zwei wesentliche Beispiele an für Protokolle, die all diese Dinge dann adressieren. Zunächst mal danke fürs Zuhören.